Ich möchte nicht, dass mir jemand seine Meinung aufzwingt und mir schreibt, das musst du so machen. Nein, ich muss gar nichts machen. I'm walking down the street just like I own it. I'm rolling to the beach just like I wrote it. Something about the way you move makes me wanna feel your groove. Something about the way you dress, baby, got me feeling like a man. Willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr habt wahrscheinlich schon einen kleinen Einblick gesehen, wie es heute Morgen hier rund ging. Der Alex bringt gerade die Kinder in den Kindergarten und ich kümmere mich um die Frieda. Die Frieda spielt allerdings, ich habe den Tisch gedeckt und wir starten zusammen in den Tag. Ich hoffe, euch gefallen die Daily Vlogs bis jetzt. Ihr könnt gerne mal hier oben abstimmen auf dem i, ob ihr das öfters haben möchtet. Genau, lasst mir dazu einfach mal gerne Feedback da, das würde mich sehr interessieren. Ich werde jetzt erstmal frühstücken und dann gehe ich duschen, das mache ich dann nachher. Die Nacht war besser. Ich habe ja schon erzählt, dass Frieda alleine versucht, in ihrem Zimmer zu schlafen. Sie hat tatsächlich von 9:30 bis 2:30 geschlafen, die erste Runde, das heißt 5 Stunden. Richtig gut. Das Problem war nur, ich habe bis 11:30 euren Daily Vlog geschnitten und somit hatte ich nur noch 2 Stunden Schlaf anstatt 5 Stunden. Und dann kamen sie alle 2 Stunden. Das ist halt immer sehr anstrengend. Und ab 5 Uhr hat sie nicht mehr geschlafen. Da war sie wach, als ich ins Zimmer kam und hat mich angegrinst. Ich habe sie dann kurz gewickelt und noch mit in mein Bett genommen. Und da ist sie dann nochmal eingeschlafen und hat bis 6:30, glaube ich, nochmal geschlafen. Also geschlummert war das mehr. Da liegt die Frieda und ich habe mir vorgenommen, jetzt noch gleich den Haushalt zu schmeißen. Ich habe die Küche heute Morgen schon geschafft. Hier natürlich das ganze Spielzeug aufräumen, auch wenn es nach dem Kindergarten hier wieder genauso aussehen wird, wenn die Mädels wiederkommen. Aber für sie, dass es einfach sauber ist. Ich habe mir übrigens vorgenommen, für das neue Jahr 2018 weniger zu schneiden, mehr intime Momente in den Vlogs mit aufzunehmen, auch ein paar nicht so tolle Phasen, einfach damit ihr seht, dass wir auch nicht perfekt sind. Ich habe nämlich festgestellt, dass sehr viele von euch denken, wir sind die perfekte Familie, bei uns läuft alles glatt und ich habe auch schon persönlich das Feedback bekommen von einer lieben Zuschauerin, dass es alles so einfach aussieht bei uns zu Hause mit den Kindern, mit der Erziehung und sowas alles. Ist es aber manchmal gar nicht und deswegen nehme ich auch derzeit immer mal gerne so ein paar Szenen rein von der Trotzphase. Ja, die Pauline, die ist zurzeit ein bisschen anstrengend. Ich glaube aber, es ist ganz normal mit dem Alter. Ich will halt hier nicht die Supermama vermitteln, sondern halt das reale Leben. Und deswegen werde ich da ein bisschen mehr die Kamera mit in den Alltag mitnehmen. Wenn wir gerade schon mal dabei sind, sich hier auszuquatschen und über die Veränderungen auf YouTube. Ich habe in letzter Zeit Nachrichten bekommen, zum Beispiel in Blog deine Fanpages. Ja, was soll ich dazu sagen? Wenn jemand beleidigend wird oder ich mich durch den Post angegriffen fühle, dann wird die Person blockiert. Und es hat nichts damit zu tun, ob ich kritikfähig bin, ne Schatz, oder nicht. Es ist immerhin noch mein YouTube-Kanal, mein Instagram-Account und ich kann da selbst entscheiden, wer uns folgen darf und wer nicht. An sich seid ihr eine super tolle Community, nur es gibt halt immer Leute, die was zu meckern haben. Ich finde es voll in Ordnung, wenn man seine Meinung äußern möchte, das könnt ihr auch gerne bei mir machen. Aber ich möchte nicht, dass mir jemand seine Meinung aufzwingt und mir schreibt, das musst du so machen.
Nein, ich muss gar nichts machen. Und das sage ich auch so oft. Jede Mama soll das so machen, wie sie es für richtig hält. Ich verurteile auch keine Mutter, wenn sie was anders macht und ich das nicht für okay halte. Wie schon gesagt, wir sind auch keine perfekte Familie, auch wenn es für euch manchmal so rüberkommt. Nein, es ist ein ganz normales Familienleben, wo es auch Tränen gibt, wo auch gestritten wird. Nur ich bin nicht so eine Person, die das mit euch teilen möchte. Ich möchte nicht, wenn ich mit Alex zum Beispiel streite, was natürlich auch vorkommt. Wir streiten wirklich, wirklich selten. Also das ist echt schön, dass wir uns so gut verstehen. Aber ich möchte nicht die Kamera anschmeißen, wenn wir gerade mitten in einem Ehekrieg sind, sage ich mal. Oder wir böse aufeinander sind. Wenn wir zum Beispiel gestritten haben, filme ich nicht, weil es mir dann nicht gut geht und ihr das sehen würdet. Und dann werde ich auch nicht so tun, als ob es mir gut geht. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ihr Schmetterlinge, Schatz. Hui. Das letzte Thema, wo ich noch kurz auf ansprechen möchte, und zwar das Thema Werbung. Die meisten wissen ja von euch, dass derzeit YouTube meine Selbstständigkeit ist, mein Beruf ist. Wir Influencer können nur von YouTube oder von Instagram leben, wenn wir Werbung machen. Und das gehört auch dazu. YouTube wird nun mal als Werbeplattform benutzt. Aber es macht einen Unterschied, wie man die Werbung macht. Für mich ist es zum Beispiel wichtig, dass das Produkt authentisch ist, dass es gut ist und dass ich es euch wirklich weiterempfehlen kann. Das heißt zum Beispiel, wenn mich jetzt eine Firma anschreibt und fragt, möchtest du dich die Gesichtscreme vorstellen? Ist es so, dass ich dem Kunden sage, ja, schickt mir die auch erstmal zu, damit ich sie testen kann. Weil stellt euch mal vor, ich zeige euch eine Creme und ich bekomme davon eigentlich Pickel und unreine Haut. Ich bekomme auch ganz oft Feedback von euch, dass die Werbung, die Empfehlung eigentlich total gut sind, weil so lernt man halt auch neue Produkte kennen. Und dieses Kommentar wie zum Beispiel, jetzt macht die schon Werbung für Brötchen, finde ich ja auch total amüsant. Es ist nun mal so, Brötchen sind doch total passend für uns. Wir sind eine Familie, wir haben nicht immer Zeit zum Bäcker zu fahren, schon gar nicht mit 3 Kindern. Warum dann keine Brötchen testen? Und die schmecken wirklich lecker. Also könnt ihr auch in diesem Jahr wieder mit Werbung rechnen, das ist ganz normal. Wenn es euch nicht gefällt, dann klickt weiter. Ich kennzeichne es euch immer oben, wenn es ein Werbevideo ist oder unterstützt durch Produktplatzierung. Wenn es euch nicht gefällt, könnt ihr gerne wegklicken. Vielleicht merkt ihr ja auch, dass ich das Ganze versuche zu kompensieren, indem ich daily vlogge und dass ich mehr Videos für euch hochlade, dass ich euch noch mehr mit in unseren Alltag mitnehme. Achso, und eine wichtige Sache noch, wo mich auch viele ältere Zuschauer darauf angesprochen haben, was vielleicht auch nicht so selbstverständlich ist. Ihr seht ja, dass die Kinder viel Spielzeug haben, viel Urlaub machen. Das geht jetzt ganz gezielt zu den jüngeren Zuschauern. Es ist nicht selbstverständlich, dass eine Familie sich so oft Urlaub leisten kann. Teilweise werden wir in Urlaub eingeladen. Das heißt, wir können die Unterkunft kostenlos genießen. Tut mir leid, ich bin voll heiser noch, weil ich heute Morgen noch nicht so viel gesprochen habe. Und wir bekommen halt auch sehr viele Produkte kostenlos, unverbindlich zugeschickt von Kunden. Gerade natürlich Spielzeug, wir sind ein Family-Kanal. Ihr könnt euch das einfach so vorstellen, man wird gar nicht gefragt, weil man hat ja ein Impressum und da schicken die Kunden dann ihre Werbesachen hin, ihre Produkte. Sei es Spielzeug, Kosmetik, Lifestyle-Produkte. Und dann sind die hier zu Hause und wir spenden wirklich schon einen großen Teil nach Uganda, gerade was Babykleidung angeht. Ich sage immer, man soll nicht damit angeben, wenn man spendet. Macht es einfach, das ist die Hauptsache. Ich kann mit gutem Gewissen sagen, dass wir auf jeden Fall auch Gutes tun und ich hoffe ihr auch. Und ich wünsche euch jetzt einfach weiterhin viel Spaß mit diesem Vlog. Ich wollte gar nicht so viel drum reden, aber es tat einfach mal gut, darüber zu sprechen. Frieda ist kitzelig. Frieda ist kitzelig. Aber richtig. Puh. Nee, der okay. Zieht nicht. Nee, nicht mehr. Kuckuck. Okay. Ich mache jetzt Mittagessen. Es gibt Rinderkraftbrühe. Ich schnippel das Ganze im Thermomix und dann kommt das gleich alles in den Topf. Schnibbel, schnibbel. Und der Alex ist wieder am Lernen. Also es ist immer gleich bei uns morgens hier, wenn er nicht in der Schule ist. Und die Frieda guckt mir zu. Ich glaube, das ist ein ganz simples Rezept. Einfach nur Suppengemüse klein machen. Dafür braucht ihr eigentlich nur Möhren, Sellerie, Lauch und Petersilie. Dann setze ich die Brühe auf. Dafür habe ich eine Rinderbeinscheibe gekauft. Das darf aber nicht zu sehr kochen, sonst bildet sich so ein Schaum und dann verfärbt sich die Suppe trüb. Also immer auf niedriger Temperatur. Da, so sieht das aus mit so einem dicken Knochen. Und wenn das dann gleich kaputt gekocht ist, sage ich immer, dann kann man das Fleisch auch schön lösen. Dann schneide ich das klein und tue es noch mit in die Brühe dazu. Genau. Und dazu backe ich dann noch heute frisches Brot, damit wir was haben zum Eintunken. Gut? Ja. Reicht, oder? Reicht. Reicht.
So, das werde ich jetzt einmal durchhäckseln. Dafür kommt die Frieda aber weg. Sonst wird das zu laut. Komm, 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 komm. Wäre es einmal so gut, in die Ohren zuzuhalten? Ihr? Ja, ihr. Nicht du selber, du kannst ja wieder Mickey-Mäuse holen. Achtung. Fertig. Machen wir 10 Sekunden. Bereit? Ja. Das war's. Geschafft. Hat sich erschrocken? Nö. Gut. Ja, Chefkoch. So sieht das jetzt hier aus. Chefkoch ist wieder dabei, danke. Mhm. Das kommt jetzt in den Topf. Dünst nur einmal schnell an. Das Gemüse. Kochlöffel. Gefährlich. Steht auf einer Wasserflasche. Das muss man auch umrühren, sonst brennt es an. Ich muss Abzug anmachen, wir hören uns jetzt nicht mehr. Meine Rinderbeinscheibe, die liegt hier unten drin. Da ist sie. Das dauert jetzt so 1,5 Stunden. Ich habe das Fleisch auch gerade nochmal unterm Wasserhahn abgewaschen. Manchmal hat man da noch so Knochenreste oder so dran. Ich mache das hier gerade direkt sauber, räume den Rest noch ein aus der Spüle und dann backe ich das Brot. Ne, wir haben schon lange kein Brot mehr gekauft. Ja. Voll gut. Das bleibt länger frisch auf jeden Fall, weil man es halt immer frisch aufschneidet. Man kann auch jetzt gut sehen, dass sich der Knochen ablöst vom Fleisch. Das heißt, ich kann es gleich rausnehmen. So. Haben wir unser gutes Stück Fleisch. So, guten Appetit. Guten Appetit. Sieht gut aus. Das Brot ist noch ein bisschen warm, deswegen lässt sich das schwer schneiden. Sieht dabei ist anders aus. Ich habe Kräuter noch mit reingepackt, weil letztes Mal war die nicht würzig genug. Köstlich. Ich habe einen Fehler gemacht, okay Schatz? Ja, okay Schatz. Die Mikrowelle brennt. Logisch. Die Mikrowelle brennt, es steht da so drin. So ist es nichts weiter passiert. Jetzt stinkt das hier nur ein bisschen. Aber es kommt nicht aus der Mikrowelle, es liegt in der Luft. Na doch, ein bisschen. Ein bisschen Kokelgeruch. Und zwar gibt es von Milka solche Cookies, die soll man in die Mikrowelle erwärmen. Ich habe vergessen, die rauszunehmen. Auf einmal hat das ganze Teil gequalmt. Ein bisschen Panik ausgebrochen, aber ist alles gut. Ich gönne mir jetzt ein bisschen Ruhe. Die Frieda schläft. Ich lege mich aufs Sofa. Die Nacht war ja nicht so lang. Es wäre so schön, so eine Viertelstunde wird mir schon reichen. So, es ist mittlerweile 2:30. Ich habe es jetzt geschafft, mal zu duschen. Die Frieda ist gefüttert. Der Alex passt gerade auf sie auf. Alex guckt gerade ein YouTube-Video. Ich föhne jetzt meine Haare und dann holen wir die Kinder ab. Und dann fahren wir noch zu MyToys, ne? Teddytoys, genau, nehmen wir euch noch mit. Wir gucken nach dem Kindersitz für die Frieda und mal schauen, was wir sonst noch so finden. Oh Mann, es ist jetzt 3 Monate her, die Geburt. Und so langsam habe ich wieder das Problem mit dem Haarausfall. Schau mal, meine ganze Jacke ist voll nach dem Durchkämmen. Schaut mal, wie viele Haare da drin sind. Was will man machen? Dafür hat man ein wunderbares Wesen zur Welt gebracht. Immer positiv denken. Fertig. Ich sehe wieder einigermaßen lebendig aus. Ja, Schatz, ich zieh dich schon mal an. Sie ist gewickelt. Ich muss jetzt noch die Kerzen hier auspusten. Oh Gott, ich habe voll vergessen, dass das Haus brennt an. Ich bin voll schlecht. Okay. Findet ihr eigentlich, dass die Länge so in Ordnung ist? Oder soll ich sie länger wachsen lassen? Wieder kürzer schneiden? Ich würde die gerne zum Sommer wieder länger haben. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare. Jetzt nur, wenn die ausfallen, sind die noch dünner und noch platter und dann noch längere Haare. Ich glaube, das sieht auch gar nicht aus. Fertig ist mein Bärle. Mütze auf. Auf, mein Zeit. Spielbogen machen wir auch noch aus. Jetzt guckt mal bitte, wie groß sie schon ist. Sie kommt schon oben. Sie kommt schon oben an das Verdeck. Füße gucken auch bald raus. So groß bist du. Ich glaube, dabei ist es dieses Baby sieht ganz schön groß, kann das sein? Ja, ich weiß auch nicht, was da groß ist. Groß ist kleiner. Ach, du meinst der Hersteller? Ja, habe ich so in Erinnerung. Ja. Was ist denn los? Großes Baby. Wir sind unterwegs. Der Alex ist jetzt gerade noch bei der Post und bringt ein Paket weg. Dann holen wir die Kinder ab. Ich glaube, die warten schon etwas lange. Es ist 15 Uhr mittlerweile. Heute mal ein bisschen später abgeholt, aber die Pauline schläft eh immer bis 14 Uhr. Ja, was ist los, Schatz? Papa kommt gleich. Ich muss nach hinten. Bestimmt Schnuller verloren. Die ist nämlich todmüde. Oh, ich darf das Wort nicht sagen. Todmüde. Alex hasst das, wenn ich das sage. Ich komme nicht zwischen die Sitze. Was ist los? Ja, Schnullerballon, sag ich. Das hat Mama doch gesagt. Du kannst gleich Heier machen.
Augen gehen auch schon zu bei ihr. Die versucht in Schlaf zu kommen. Ja, Schatz. Jetzt halte ich ein bisschen ihre Hand. Guck mal, ob sie müde wird. Kennt ihr das? Wenn das Auto steht, wird das Kind wach. Und wenn das Auto fährt, dann schläft das Kind. Kalt. Wir sind kalt. Halleluja, jetzt will ich nicht mehr. Ich hab Schluck auf, ich weiß nicht wieso. Das wäre jetzt genau deine Zeit, ne? Langsam. Ja, die kosten alles um die 400 Euro. Den hat jetzt Pauline. Das ist der Cybex. Das Problem bei dem ist, du kannst den nur mit der Base benutzen. Schon teuer. Einen wunderschönen guten Abend. Ich glaube, ihr könnt mich kaum sehen. Wir sind gerade bei dem goldenen M und holen was Abendessen. Ja, so ist gut. Danke, Schatz. Wir sind gerade bei McDonald's und warten auf unser Essen. Und wir haben jetzt einfach den Kind jetzt nochmal genommen, den Pauline auch schon hat. Pauline ist ein bisschen meckerig, sie hat auch schon Hunger. No, Essen. Die Frau kommt raus. Die Frau bringt uns das Essen, Leona. Wieso bringt ihr uns das immer? Ach, wenn man hier im Auto sitzen bleiben darf. Das nennt man McDrive. So, wir sind zu Hause angekommen. Wir haben übrigens nichts gewonnen bei Monopoly hier. Doch, ein Cappuccino oder ein Eis, ne? Wir lassen uns das jetzt schmecken und ich würde mich an dieser Stelle verabschieden. Wir sehen uns dann morgen wieder und bis bald.